Hallo und herzlich willkommen zu MMM Minecraft Megamine. Mit dabei sind der gute Fischi. Hallo. Der gute Freddy. Ahoi. Und ich, der Jörg. Super Einladung. Beste Einladung jemals. Gut, ich bin gerade am Sortieren. Ah, ich hasse meine Türen. Und ich trinke nebenbei Bier, weil Bier ist Bier. Und er Urlaub hat. Der Aji. Müll, ich habe keinen Urlaub. Müll. Oh, gut, dass ich nicht viel Scheiße so, dabei habe. So, ich baue da jetzt noch ein bisschen was ab und erkunde die Höhle ein bisschen, deshalb mache ich Shader wieder aus, weil das mache ich in der Aufnahme, weil ich bin ein Profi-Let's Playen, wie man merkt. Vor allem, weil du gestern noch gesagt hast, ich hasse es, wenn man sowas in der Aufnahme macht. Ich habe nie gesagt, dass ich das Scheiße finde. Doch, gestern. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Scheiße finde, wenn man das mit Shader macht. Texture Pack, stimmt, Texture Pack hast du gesagt. Nein, das ist nicht, also das war ich nicht. In der Aufnahme ist es mir, also ich hasse es, wenn das sich da so mitten im LP, also wenn man so ein Part anguckt und im nächsten Part ist plötzlich so ein anderes Texture Pack drin, wenn man da so 50 Parts schon gemacht hat und sich daran gewöhnt hat. Achso, okay. Ja, stört mich jetzt nicht so. Ja, du meinst, das stört dich auch. Ja, ich habe mich umentschieden, Freddy, danke. Ja, kein Ding, mach ich doch gerne. Ja, also ich finde das nicht so cool, ich finde das eigentlich nervig. Weil es halt freut sich so auf so ein Part in dieser gewohnten Grafik und kommt einfach so irgend so ein anderer Scheiß und dann weinst du ein bisschen. Ja, ja. Und dann gucken wir mal, was sich diese Höhle noch so hier alles verbirgt. Ich springe jetzt gerade hier zum dritten Mal hin und her. Wir haben ja ein bisschen Ziegelsteine dürfen wir noch haben, ne? Nö, die hast du alle verbaut. Shit. Ich hoffe, wir haben wirklich noch welche. Ich brauche nämlich gerade ein paar. Ich glaube wirklich, du hast alle verbaut. Ich fürchte das. Ist ja Lava. Warum sagt mir das keiner? Was sind die alles für Menschen? Sorry, dass ich lebe. Sollte dir auch leid tun. Ja, ist gut. Hi. Ja, wir haben noch dezent wenig Bricks. Haben wir wirklich noch? Fast kann man Spinnenaugen essen eigentlich? Was? Spinnenaugen, kann man die essen? Nein, man kann sie nur zum Craften verwenden. Ich wollte sie aber essen. Komm, ich mach gleich mal einen ganzen Stack voll. Ich habe jetzt 10 Flowerpötte gemacht. Dann brauche ich noch Blumen. Ich hätte gern 2 davon. Eine davon. Eine davon. Sunflower nicht, die ist zu groß. Eine davon. Dann aufhören zu spawnen, die Missgeburten. Und eventuell eine davon. Warte mal, das sind jetzt 2, 3, 4, 5, 6. So, ich habe jetzt Flowerpötte auch mal zu Pflanzen hingepackt, weil die da eigentlich am ersten hinpassen. Nein, die passt da kein Stück hin. Nein, Pflanztöpfe passen nicht zu Pflanzen. Nein, weil Pflanzen sind wirklich nur die Pflanzen geeignet. Ich würde Flowerpötte zu Baumaterialien oder Verschiedenes packen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Flowerpötte suchen würde, dann würde ich nicht in Baumaterialien gucken, weil da erwarte ich eigentlich Baumaterialien. Und bei Verschiedenes ja, erwarte ich so Kappes. Und ich würde das echt als erstes an Dingens verwenden. An Dingens vermuten. Ist ja auch kein Mensch. Weißt du, es gibt so Leute, es gibt Menschen, dann gibt es so Leute, die würden Blumenpötte irgendwo hinpacken. Es gibt Menschen und Leute, die Butter essen. Und dann gibt's auch noch Creeper, aber die mag keiner. Ja, stimmt. Das ist einfach eine Tatsache. So, jetzt brauchen wir das. Ich meine, bevor wir in diese Höhle reingegangen sind, hatten wir knapp 200 Pfeile. Und jetzt haben wir 2. Und die scheiß Skelett schießt mich die ganze verdammte Zeit ab. Ja, aber die Pfeile kann man nicht aufsammeln, das wäre unlogisch. Ja, aber kann ich die Pfeile einfach so aus seiner Rüstung rausziehen? Nein, das geht nicht. Freddy, was denkst du eigentlich? Die würden ja, die gehen ja nicht kaputt, ne. Ich glaube, so finde ich das schöner. Ja, so finde ich das deutlich schöner.
Na? Ich habe 3 Pfeile wieder, chillig. Chillig. Ja, richtige Anzahl, ey. Meine Handgelenke tun übrigens todesweh. Und das Aufnehmen hilft da nicht unbedingt bei. Keine Ahnung, ob man mich richtig hört. Wahrscheinlich hört man mich verschieden laut, weil ich mal wieder auf Lautsprechern aufnehme. Ich will eigentlich das Achievement haben, sodass ich ein Dings auf 100 Meter entfernt treffen. Das ist todesschwer, Alter. Das sind doch 50 Blöcke, oder? Nein, 100. Nein, das war 50, das war glaube ich 50 Meter. Und ich hab's nicht bekommen, schade. Ja, und ich hab das schon. Wie hast du das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Du hast gecheatet, gib's zu. Sorry, dass ich lebe. Mir fehlt jetzt nur Baked Bread. The Line? Nein, The Lie. Okay, The Cake is a Lie. Also ich muss noch einen Kuchen machen, ein Brot. Dann muss ich noch enchanten. Ich glaube, ein Bücherregal machen. Achso, nee, warte, die fehlen mir noch. Okay. Was hat man jetzt schon alles? Das, was leuchtet oder was nicht leuchtet? Was leuchtet, natürlich. Wo grüne Dingens hingehen? Moment, ich guck mal kurz auf der Folge. Nein, das, wo grüne hingeht, was wo grau sind, hast du schon. Ja. Wo schwarzen, das hast du noch gar nicht, also das hast du nicht erkundet. Ja. Und was Grünes kannst du noch momentan machen. Okay. Dann muss ich das doch noch machen. Was ist das? The End? Dann kommt Fragezeichen, dann kommt so ein. Weiß nicht. Ich brauche übrigens noch eine Lohnroute. Ich dachte gerade, ich verbrenne schon wieder. Erneut. Freddy brennt erneut. Und ich habe schon wieder 27 Level. Oh, Freddy, pass auf. Ich habe seit einer gewissen Zeit 13. Was? Ich habe seit einer gewissen Zeit 13. Läuft bei dir. Als ich versucht habe zu retten. Ich bin mal Bedrock wieder angekommen. Cool. Sieht eigentlich voll schön aus. Überhaupt nicht. Also diesem Texture Pack, klar. Hast du den Texture Pack eigentlich schon mal gesehen? Nein. Gut, wir sind jetzt gerade bei der Inneneinrichtung. Ich habe keine Ahnung, was ich alles in mein Schlafzimmer ballern will. Ich habe leider ein viel zu kleines Haus. Was willst du in dein Schlafzimmer machen? Bett? Nee, das nicht. Habe ich schon drin. Wirklich? Ja. Kannst du nicht einfach so machen. Kannst du schlafen? Nein, ne? Ich bin mitten in der Mine. Okay, sorry, dass ich... Wow. Okay, die Spinne laggt ein bisschen. Warum spawnen die ganze Zeit Zombies? Ich habe alles ausgeleuchtet. Ja, wahrscheinlich nicht genug. Ja, das ist hell genug. Theoretisch könnte man sich eine Mod dafür draufziehen, aber das ist ja nicht erwünscht. Das dürfen wir ja nicht. Was wollte ich jetzt machen? Teppich machen. Hat einer eine Ahnung, wie Teppiche gebaut werden? Na. Ich glaube 3 Wolle unten, aber ich bin mir nicht sicher. Hauptsache, die Light Grey Wool sieht genauso aus wie die normale. Ist halt auch wirklich so? Nein, 3 Wolle sind es nicht. 2 Wolle sind sogar nur. Carpet, 3 Stück. 6 Stück. 20 Stück, okay. Haben wir noch eine Schere? Ja. Oh, ich habe sie sogar im Inventar. Okay. Hallo, Tampon. Tschüss, Tampon. Eine Wolle, ernsthaft? Hast du Tampon gerade geschoren? Ja. Was bist du für ein Mensch? Tampon schert man nicht. Ich wollte aber rote Wolle haben. Hättest du anderes scharf rot färben sollen, aber nicht Tampon. Ich hasse es, wenn Schafe farbig sind. Ich will nur mal weiße Schafe oder maximal noch schwarze haben. Wir haben weiße Schafe nur, die zum Scheren gedacht sind. Nicht wie Tampon. Ja, und Tampon, ich wollte ein rotes Schaf haben. Also wir haben ja ein rotes Schaf und davon wollte ich rote Wolle haben. Mein Tapor ist nicht rot, das hat einfach nur seine Tage. Entschuldigung, dass ich lebe. Ja, klar, der Zombie hat ein Ei in der Hand. Richtig guter Zombie auf jeden Fall. Hühnern geklaut.
krieg keine Level für die. Doch, krieg ich, okay. So, aber ich bin jetzt Level 28 und ich weiß nicht, ich habe keinen Bock hier noch mehr abzubauen. Ich mache das wahrscheinlich dann in so neben dem Part, wenn dann Fischi nur aufnimmt oder so. Dann will ich ein bisschen nur ganz normal minen und dann also so wie das hier, Strip Mining. Ach, du Strip meinst gerade und nimmst es auf? Mhm. Achso, okay. Ich habe gerade die Hülle noch ein bisschen was abgebaut. Ich habe doch gesagt, wenn du aufnimmst, dann mache ich das während, also dann nur du aufnimmst, dann mache ich das halt während deiner Aufnahme, weil die Leute das ja nicht interessiert. Ich kann jetzt übrigens gleich schlafen gehen, ich bin gleich bei Jörgs Bett. Okay, Jörg, kannst auch kurz schlafen gehen? Okay. Ich will aber nicht. Ich will noch nicht schlafen. Sehr freundlich. Deine Bäume wachsen hier komisch, ey. Warte, ich guck's mir mal kurz an von meinem Schlafzimmer aus. Wow, ich sehe nichts, okay. Wo bist du denn? Ach du Scheiße, was sind hier an Monstern? Boah. Hilfe. Sag mal Bescheid, wenn du liegst. Haha, ich geh erstmal andersrum. Mach das. Aber ich geb doch Kohle ab. Creeper bei mir vor der Tür. Ja, läuft bei dir auf jeden Fall. Ich sehe dich gerade da unten rumlaufen. Ich habe übrigens noch kein Bett. Kein. Alter, schon wieder ein Creeper. Könntest du bitte schlafen gehen? Ja, Fischi läuft da noch rum. Lief da noch rum. So, und dann können wir mal hier wieder in die Oberfläche machen, schnell die Shader an, weil ja, weil leuchtet alles viel zu sehr, das ist alles so auf Lichteffekten. Das ist nicht so geil in der Mine, würde ich mal so sagen. Toll, das geht natürlich nicht. Schade, schade, Schokolade. Dann brauche ich wieder eine Treppe hin. So, jetzt brauche ich ein Klo. Wo brauche ich mein Klo hin? Da ist ein Creeper. No. Ich hab ihn getötet! Du hast den Creeper gekillt? Ernsthaft? Ja. Läuft bei dir auf jeden Fall. Ich hab grad ein Skelett gewonnen-hittet. Mit deinem Schwert ist es auch... Ach nee, ist ja mein Schwert. Mein Schwert. Ja, dein Schwert. Hab ich dir vermacht. Soll ich dir Kirchenschwert bringen? Nein, danke. Ich hab ein Eisenschwert. Ich bin Imba, das geht schon. Wie schaut in seinem Keller Getreide an? Er baut da Weed an. Eigentlich baue ich da Getreide an. Also baust du da Weed an? Ja. Läuft bei dir? So, ich brauche jetzt erstmal einen Pot. Durch meinen Pot fällt man natürlich genau durch eine Tür. Das geht natürlich nicht. Dann kommt hier nämlich... ich will natürlich eine richtige Kanalisation haben und so. Richtig logisch alles. Dann lagere ich jetzt nochmal die Sachen, die ich gerade mit hab. Wir müssen dann auf jeden Fall noch ein Ding ins Projekt machen. Hm, was? Ein Projekt mit Tacket. Und Hexet. Und diesem Mod, wo man Glas, das Glas ganz dünn schneiden kann. So Mikroblocks heißt das, glaube ich. Das ist richtig nice. Damit kann man sozusagen eine Verschalung bauen. Was? Das ist einfach Tacket. Na, das gibt es auch als... Glasscheiben klein schneiden. Gibt auch als externen Mod. Ja. Jedenfalls kann man dann sich ein Klo im Haus bauen und muss das halt nicht so riesig verbauen mit einem Block, sondern kann das irgendwie halt schöner machen. Das geht halt. Geht hier halt nicht. Dann wollte ich da jetzt einen Pot draufsetzen. Moment, dafür brauche ich ein Eisengitter. Ich baue natürlich auch alles gleich maßstabsgetreu. Jörg, bist du gerade in der Nähe vom Lagerhaus? Ja, ne? Nee. Okay, dann nehme ich das Glas.
Sonst hätte ich gewollt, dass du mir mal kurz ein Eisendingens vorbeibringst. Was? Eisendinge? Und ein Eimer Wasser vielleicht auch. Ja, schön. Muss ich gleich noch vertrocknen. Haben wir vertrocknete Büsche schon? Nee, ne? Nee. Die haben. Wüste mit der Schere abgebaut. Ehrlich? Geht das? Glaube. Keine Ahnung. Bei mir ging das früher nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Dann würde ich nämlich auf mein Klon vertrocknen. Dann würde ich nämlich auf mein Klon vertrockneten Busch stellen. Ja. Einfach bei der Holzfarm immer weitergehen. Dann kommst du in die Wüste. Ja, nee. Danke für das freundliche Angebot, aber gerade nicht. Ach ja, was mache ich denn jetzt noch? Ich lasse mal die Netherwarzen hier abbauen. So, dann brauche ich noch. Wo waren Eisenzäune zufällig drin? Baumaterial? Ja. Ich mach schon. Damit man nicht durch mein Klo durchfällt. Vielleicht will man ja durchfallen. Vielleicht will man ja Durchfall. Oh, ich hasse meine Türen. Ich auch. Also ja, deine Türen. Dass du sie hast, war ja gewollt. Sorry. Ich vergesse natürlich wieder die Hälfte. Jetzt kann ich die Treppe nicht runtersprinten. Ja, das ist vielleicht nicht der beste Platz für das Klo. Direkt neben meiner Haustür einfach so am runterlaufen. Beste Klo. Hast du noch Platz, du kannst ja 20 Klos da reinmachen. Was? Du hast ja genug Platz, du kannst ja 20 Klos da reinmachen. Ich muss immer erstmal einen Platz finden, wo ich ungestört sozusagen runterlaufen kann. Ja. Nochmal kurz in der Mine, diese kleine. Habt ihr in der kleinen Höhle noch gar nichts abgebaut, die gegenüber von der großen ist? Keine Ahnung. Hier ist noch überall Gold und anderes wertloses Zeug. Kishi war noch nicht da, da ist das Wort wertlose Zeug natürlich hin, da. Nehm ich's mal schnell mit, damit Kishi es nicht bekommt. Nicht mal der will das wertlose Zeug. Gut, dann habe ich hier kein Fenster. Wie kann man eigentlich, normalerweise Kohleblöcke abbauen, die man auch so in der Mine findet? Geht das irgendwie? Mit, Silk Touch Spitzhacke. Okay. Und gehst du noch mit Diamantblöcken? Ja. Hm. Und dann musst du sie zu Hause mit einer Glücksspitzhacke abbauen, dann kriegst du... Oder du hast einfach gleich eine Glücksspitzhacke dabei, dann brauchst du gar nichts. Ja, dann kostet es halt nur ein bisschen Platz. Was ist Glücksspitzhacke? Dass du mehr rausbekommst. Aus einem Block. Also sowas wie Plünderung für... Genau. Ressourcen. Wert, genau. Natürlich. Und warum haben wir das nicht? Weil wir alle kein Glück haben, was das dauern. Also erstmal vor Level 30 sterben. Wie du ja... Ich will Level 30. Wird ja langsam wieder Zeit, ne? Dann verzauber ich erstmal meinen Bogen. Ja. Ich hoffe auf Infinity, damit ich mit meinem einzigen Pfeil was anfangen kann. So. Da ist noch Lapis Nazuli. Oh, erstmal kacken gehen. Nicht runterfallen. So, hier oben habe ich eine Crafting Table, dann brauche ich eine Holzklappe. Oh, ich bin Level 30! Direkt erstmal verzaubern gehen. Ich meine, jetzt Level wieder verliere. Wie komme ich hier raus? Unten, ne? Also, ne? Ja. Moment mal, oh. Das schneckt. Oh, das war schon. Bei welchem Part im Upload sind wir jetzt eigentlich gerade? 9, heute. Okay. Und das hier ist Part 36 oder so bei mir.
Ja, 33 bei mir. Ne, 34 bei mir, 35 bei dir. Ja, bei mir ist es schon mindestens 36. Und der Pass auch vorbei, aber ich gehe jetzt noch schnell verzaubern. Und ich hoffe, das Gute. Wünsche mir Glück, Leute. Wünsche ich dir. Danke. So, dann geht das nämlich. Och nee, dann geht das genau einen falsch runter. Dann muss ich die Scheibe jetzt zerstören, das tut mir Und endlich leid. 1, Flamme 1 und Stärke 4. Chillig. Ja, geil. Oh ja. Moment, ich habe jetzt einen Flammenbogen. Viel Spaß, Kirschi. Viel Spaß. Au, 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 Kirschi. Oh, das wird lustig. Wenn ich Kirschi will, ich nicht mehr auf den Server kommen. Nie wieder Da sage einfach ich, so. Leute, ich habe kein Glück beim Verzaubern. Ne, Jörg? Wir haben alle kein Glück beim Verzaubern, außer Freddy, der ist super. Ich habe auf jeden Fall keine Stärke 4, ist scheiße. Ja, ist nicht scheiße, aber. Ich habe Was Stärke du da 4 leider plus eine hattest, ist natürlich Endlichkeit plus so ein. bombastisch. Ich habe alles. Oh mein Gott, ich werde diesen Bogen niemals benutzen. Weil ich ihn sonst verlieren würde. Ja, wahrscheinlich. Hundertprozentig. Instant weg, so bam. Dann würde ich mit Minecraft aufhören. Dann würde ich einfach den ganzen Tag in der Ecke sitzen und weinen, also wie immer. So, und dann denkt man hier unten, das ist eine Dusche und in Wirklichkeit ist es Abfluss. Ach, eine Dusche. Ich Hey, dachte, das machen wir in ein okay. anderes Haus noch. Ciao. So Leute, ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.